In diesem Video geht es um die Top 3 Fehler, die du vor deinem BWL-Studium auf keinen Fall machen solltest. Fehler Nummer 1, du gehst die Wahl deiner Uni oder deiner Hochschule zu unbedacht an. Die Universität oder Hochschule, wo du BWL studierst, ist somit eins der wichtigsten Dinge, die du vor deinem Studium entscheiden musst. Und sehr viele Anfänger machen den Fehler, sich von irgendwelchen Broschüren blenden zu lassen, wo dann irgendein toller Studiengang international irgendwas angepriesen wird und da dann draufsteht, dass du danach Jobmöglichkeiten im internationalen Finanzmanagement, was auch immer hast, was super spannend klingt. Und dabei hat die Hochschule, die Universität in der wirklichen Wirtschaft gar keinen besonders guten Ruf. Und wenn du mal wirklich recherchierst, findest du von dieser Uni, von dieser Hochschule nur sehr wenig Leute, die wirklich bei den relevanten Playern in der jeweiligen Branche einsteigen. Dazu habe ich auf YouTube schon mal ein ausführliches Video gemacht, warum das so ist. Und hier nochmals ein wichtiger Punkt, auch wenn du dich nicht für die besonders kompetitiven Bereiche interessierst, wie zum Beispiel Investmentbanking oder Strategieberatung oder Private Equity, wo es wirklich essentiell ist, dass du an einer der sogenannten Target-Universitäten studierst, sondern auch wenn du, sag ich mal, nicht eine 100-Stunden-Woche zum Berufseinstieg machen möchtest, sondern wirklich eine entspannte Work-Life-Balance haben möchtest, auch dann würde ich dir definitiv empfehlen, an eine gut gerankte Uni oder Hochschule zu gehen, weil du auch dort einfach viel mehr Optionen nach dem Studium haben wirst. Wenn du Top-Noten an einer super Uni hast, einzelordentliche Praktika gemacht hast, dann hast du danach eine viel, viel größere Auswahl an relevanten Jobs nach dem Studium, als wenn du an irgendeiner No-Name-Uni oder Hochschule studiert hast, die niemand kennt, dementsprechend keine ordentlichen Praktika während dem Studium bekommen hast, dann hast du es einfach de facto schwerer, nach dem Studium einen guten Job zu bekommen, auch wenn dir die Work-Life-Balance wichtig ist. Weil auch von den Top-Unis gibt es Leute mit Top-Praktika, denen die Work-Life-Balance wichtig ist und die sitzen dann einfach am längeren Hebel und diesen Punkt musst du dir unbedingt klar machen. Der zweite große Fehler, den ich viele Anfänger im BWL-Studium machen sehe, ist, dass sie denken, dass sie die gleichen Lerntechniken, die in der Schule zu sehr gutem oder zu gutem Erfolg geführt haben, auch im Studium so anwenden können. So war das zum Beispiel bei mir. Ich hatte zu Schulzeiten, keine Ahnung, ich habe immer so 3-4 Tage vor der Klausur, hat man mal angefangen, auf die Klausur zu lernen. Man hat dann natürlich regelmäßig die Hausaufgaben gemacht, aber mehr habe ich zum Beispiel zu Schulzeiten nicht gemacht und da ist man immer gut durchgekommen. Hast du aber das Problem, wenn du BWL studierst, insbesondere wenn du an eine Universität gehst, die ein gutes Ranking hat, wo dementsprechend auch viele ambitionierte Studierende hingehen, die auch dementsprechend ein sehr gutes Abitur hatten, hast du das Problem, da ist es dann nicht mehr so, dass du zu den Top 10% von einer Klasse gehörst, sondern da sind alle so fit und smart wie du sozusagen. Und um dich da durchzusetzen, musst du viel, viel mehr lernen. Plus, du musst dich viel eher vor allem selbst motivieren. Die Zeit, die du ins eigentliche Lernen steckst, muss nicht unbedingt höher sein als zu Schulzeiten, wenn du die ganze Zeit mit reinzählst sozusagen, die du im Schulunterricht verbracht hast. Aber dadurch, dass du niemanden hast, der sich wirklich dafür interessiert, wie du da vorankommst, musst du dich viel eher selbst motivieren. Das heißt, du musst von Anfang an im Studium richtig gute Strukturen haben, wie du dein Semester planst, wie du jeden Tag planst, damit du das Ganze auch so durchziehen kannst. Auch dazu habe ich zum Beispiel auf YouTube bereits einige Videos zu abgedreht. Ansonsten würde ich dir dazu empfehlen, auf jeden Fall mal dich bei uns einzutragen auf pumpkinquiz.com für eine erste Status Quo-Analyse, dass wir da auch nochmal ein bisschen gucken können, wo hat es vielleicht jetzt in Schulzeiten bei dir ein bisschen gehapert, sage ich mal, lernmäßig, damit du da schon mal weißt, okay, worauf kannst du dich jetzt im Studium vorbereiten und im Anschluss kannst du natürlich auch bei uns im Elite-Coaching gar nochmals intensiver mit mir und den anderen Coaches in unserem Team zusammenarbeiten, weil es jetzt auch nicht eine, sage ich mal, 0815-Lösung für jeden gibt, sondern jeder Lerntypus ist auch ein bisschen unterschiedlich. Bei dem einen funktioniert das besonders gut, bei dem anderen funktioniert das nicht so gut. Und da ist es dann auch wichtig, dass man sowas auch in meinem persönlichen Gespräch miteinander abklärt. Von dem her trag dich da auch sehr, sehr gerne mal bei uns ein. Der dritte Fehler, den du auf keinen Fall machen solltest, ist, in das Studium zu starten, ohne eine wirkliche Richtung zu haben, wo sich das Ganze hinbewegen soll und ohne einen wirklichen Plan einfach zu haben, was du über die nächsten Semester machen möchtest. Weil was eben das Klischee von BWL oder allgemein von wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen ist, ist einfach, dass das jeder studiert, der keine Ahnung hat, was man danach machen soll. Es gibt 230.000 BWL-Studierende in Deutschland.
Das heißt, BWLer gibt es wie Sand am Meer und im Durchschnitt sind jetzt die Jobchancen natürlich nicht ganz so bombastisch, weil es eben jeder studiert, der nicht weiß, was er studieren soll. Es gibt allerdings einige sehr, sehr attraktive Möglichkeiten nach dem Studium, sei es bei großen DAX-Konzernen, wo du irgendwie beispielsweise mit einem IG Metall-Tarif einsteigen kannst und dann wirklich eine sehr geregelte Work-Life-Balance haben kannst mit einem sehr attraktiven Gehalt, sei es in den absoluten High-Performance-Bereichen wie Investment-Banking, wie Strategieberatung, wie Private-Equity, wo du wirklich karrieremäßig einen Raketenstart hinlegen kannst, wenn du in den Bereichen einsteigst. Aber um da reinzukommen, muss sich eben alles bei dir wie am Schnürchen bewegen. Ne? Da reicht es nicht aus, wenn du einfach in das Studium reingehst, mal guckst, was auf dich zukommt, da die ersten zwei Semester so an dir vorbeiziehen lässt, dann im dritten, vierten Semester dich mal ein bisschen mehr in der Uni anstrengst, dann nach dem sechsten Semester oder nach dem fünften Semester mal ein erstes Praktikum machst, weil in diese Bereiche wollen halt sehr viele rein. Ne? Und von denen gibt es sehr viele, die bereit sind, viel zu investieren, viel Gas zu geben und auch viel aufzuopfern, die bereits in den ersten Semesterferien Praktikum Nummer 1, zum Beispiel eine Spring Week mitmachen, Praktikum 2 beziehungsweise erste richtige Praktikum danach den zweiten Semesterferien irgendwie bei einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, bei einer kleineren Beratung, wie ich irgendwie bei einer großen Bank oder so. Ne? Da gibt es Leute, die da schon früh Gas geben. Und wenn du quasi ohne eine wirkliche Struktur da reinstartest, dann hast du es eben einfach schwer, in diese Bereiche reinzukommen, weil du immer verglichen wirst mit anderen Leuten. Und es kann natürlich sein, dass zu dem Zeitpunkt, wo du dann im Job einsteigst, es den allergrößten Wirtschaftswachstum überhaupt gibt, wo händeringend nach BWLern gesucht wird, wo dann jeder einen Top-Job bekommt, auch wenn du gar keine Praktika gemacht hast, nicht so tolle Noten hast. Das wäre natürlich super, das wünsche ich jedem von euch. Aber so wie es aktuell aussieht, ist es eben so, dass es halt nur eine begrenzte Anzahl an wirklichen Top-Jobs gibt und du eben immer verglichen wirst mit anderen Leuten. Und wenn andere Leute besseres Profil aufgebaut haben, bis sie mit dem Studium fertig sind, dann sitzen die bei der finalen Jobwahl einfach am längeren Hebel. Und es ist eigentlich relativ simpel, im Studium sich dieses Top-Profil aufzubauen, weil nur sehr wenige Leute sich wirklich intensiv damit beschäftigen. Das heißt, wenn du es einmal gemacht hast, wenn du einmal eine gute Struktur aufgebaut hast, wie du da rangehst, wie du vor allem auch was du machen möchtest und wie du da hinkommst und das einfach so durchziehen kannst, dann über die 3 Jahre, dann hast du einfach einen riesengroßen Vorteil. Und auch dabei wollen wir dich mit Pumpkin Careers natürlich unterstützen. Das heißt, wenn du da Lust drauf hast, wenn du da das wirklich mit einer guten Struktur durchziehen möchtest, dann geh gerne mal auf pumpkincareers.com. Füll kurz unser Bewerbungsformular aus für eine erste Status Quo-Analyse, dass wir dir halt wirklich genau sagen können, so kann sich deine Karriere über die nächsten 3 bis 5 Jahre auch wirklich realistisch entwickeln. Und das war es dann auch schon mit diesem Video. Wie gesagt, das sind jetzt die 3 wichtigsten Fehler, die du auf keinen Fall machen solltest. Den Link zu pumpkincareers.com findest du auch unten in den Kommentaren unter dem Video. Geh da gerne mal rauf und ansonsten bleib am Ball, bleib hier natürlich auch mit dabei bei diesen Videos, damit du da immer auf dem aktuellen Stand bist. Alleine dadurch hast du schon mal einen großen Vorteil gegenüber den anderen BWL-Studierenden, die nicht sich von sich aus für solche Themen interessieren.